So, Caro Otterbein, die Physiotherapeutin, die weiß alles. Die weiß alles. Also, wie geht's dem Jungen, dem Markus? Ja, ich war jetzt ja nur im Krankenwagen und die erste Notfallversorgung habe ich halt mitbekommen und da war er dann wieder ansprechbar. Der hat ein Durchgangssyndrom gehabt, das heißt, er war kurzzeitig bewusstlos und nach 5 bis 6 Minuten konnte er sich wieder ein bisschen erinnern und hat auch wieder gesprochen. Arme und Beine kann er gut bewegen, Rücken hat er auch keine Schmerzen gehabt. Jetzt wird ein Röntgenbild gemacht und dann wird man sehen, was bei rauskommt. Professor Doktor, ne? Da eine exakte Diagnose, was wollen wir mehr? Jetzt wissen wir genau Bescheid hier. Und eigentlich so wie beim Andi Kofers wird alles wehtun, aber es ist nichts weiter passiert. Ja, er wird morgen wahrscheinlich aussehen wie ein Preisboxer, weil er ein bisschen aufs Gesicht gefallen. Und das muss jetzt halt abgeklärt werden, dass da nichts, keine irgendwelche Erkrankungen, Folgen oder Folgeerscheinungen haben. Aber ein bisschen angeschwollenes Gesicht wird er morgen schon haben. Man sagt, diese Physiotherapeutin der Deutschen bringt Tote wieder zum Leben. Oh je, Tote. So guten Beruf hast du, ja. Ja, mit Toten mag ich nichts am Hut haben, das ist ein anderer Job. Ja. Danke. Bitte.